Es ist mir unmöglich, an eine Wiedervereinigung mit dir denken zu können, nachdem du so gewissenlos deine Anstellung und überhaupt dein Verhältnis, wie es sich dir nie wieder bieten wird, verscherzt und zertrümmert hast. Du kannst mir wohl schwerlich zumuten, an deinen etwaigen Unternehmungen für eine zukünftige Versorgung teilzunehmen. Mina, Mina, das war der Anfang vom Ende. Du bist wieder nach Dresden gegangen und hast hier deine letzte Ruhe gefunden. Hier in dieser Stadt liegt auch der Held meiner Jugendtage, Karl Maria von Weber, den ich mit Hilfe meiner Frau nach Dresden zurückholte und ihn mit allen Ehren und einem eigens für ihn verfassten Requiem aus London heraus zurück in die heimische Erde brachte. So wie viele meiner alten Weggefährten, die nun in der sächsischen Residenz ihre letzte Ruhe gefunden haben. Dresden ist doch am Ende der einzige Ort, wo ich wirklich zu Hause bin.